Heute geht es weiter im Staatsrecht 1, im Staatsorganisationsrecht und wir beschäftigen uns nun mit der Gesetzgebung, nachdem wir nun alle Organe durchgesprochen haben. Und die Gesetzgebung zur Wiederholung ist natürlich die Legislative. Wir erinnern uns, wir haben drei Gewalten in der BRD, in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist zum einen die Exekutive, das ist die Judikative und das ist natürlich auch die Legislative. Zur Unterscheidung dieser drei Gewalten nur noch mal kurz eine Auffrischung, die wir schon ein, zwei Mal angesprochen haben. Bei der Legislative handelt es sich um eine Gewalt, welche Gesetze erlässt. Und welche Organe sind hierfür zuständig? Das sind vor allem Parlamente, sogenannte Volksvertretungen, wie zum Beispiel der Bundestag oder auch der Landtag. Ja, also Bund oder Länder sind dafür zuständig, Gesetze zu erlassen. Und das ist gleich eben auch eine zentrale Frage bei den Gesetzgebungskompetenzen, zu denen wir gleich kommen werden. Die Exekutive, die ist dafür zuständig, dass diese erlassenen Gesetze von der Legislative ausgeführt werden. Ja? Zum Beispiel durch die Polizei, durch die Staatsanwaltschaft oder auch durchs Finanzamt. Die Judikative hingegen, welche jetzt die dritte Gewalt hier ist, kontrolliert die Gesetze, welche von der Legislative erlassen sind. Ja? Das heißt also zum Beispiel Richter oder eben Gerichte, also grundsätzlich alle Gerichte, vor allem eben das Bundesverfassungsgericht. Das ist die Abgrenzung zwischen diesen drei Gewalten und wie ihr sehen könnt, ist das sozusagen so ein kleiner Kreislauf. Legislative erlässt die Gesetze, Exekutive führt die Gesetze aus, Judikative kontrolliert die Gesetze und alle Gewalten sind dafür zuständig, sich gegenseitig zu kontrollieren, um zu gewährleisten, dass man eben richtig arbeitet und dass man vor allem auch zusammenarbeitet. Das ist ganz, ganz wichtig. Das müsst ihr wirklich in- und auswendig können. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um das Staatsorganisationsrecht zu verstehen. Schaut euch auch nochmal den Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz an, welcher nochmal die einzelnen Gewalten aufzählt und ihren Bezug nochmal beschreibt. Wofür ist jetzt die Legislative denn generell konkret zuständig? Die Legislative, also die Gesetzgebung, ist grundsätzlich dafür zuständig, neue Gesetze zu beraten und verabschieden. Also sprich, neue Gesetze zu erlassen, darüber zu beraten, welches neue Gesetz eingeführt werden soll und dieses dann verabschieden bzw. zu erlassen. Ferner ist die Legislative, wie gerade auch schon angesprochen, dafür zuständig, die Exekutive und die Judikative zu kontrollieren, sodass diese ihrer Arbeit nachgehen und sodass eine Harmonie unter diesen drei Gewalten zu gewährleisten ist. Die Gesetzgebung findet sich in Artikel 70 Grundgesetz bis Artikel 82 Grundgesetz. Diese werden wir jetzt nach und nach in den nächsten Videos zusammen durchgehen. Und die wichtigsten Fragen, welche wir uns im Hinblick auf die Gesetzgebung stellen müssen, sind zwei Stück. Zum einen, wer hat konkret die Gesetzgebungskompetenz? Sind das Bund oder sind das die Länder? Artikel 70 bis 75 Grundgesetz. Und zweite Frage, wurde das Gesetzgebungsverfahren eingehalten? Artikel 76 bis 82 Grundgesetz. Diese zwei Fragen sind für die Klausur sehr, sehr relevant. Das ist unglaublich, wie relevant diese Klausur, diese Themen sind. Ich habe damals bei meiner Staatsrecht 1 Klausur auch genau dieses Problem gehabt, Gesetzgebungskompetenz, Gesetzgebungsverfahren. Ihr fragt euch jetzt, wie kann denn so eine Klausur aussehen? Und da werde ich jetzt ganz, ganz kurz drauf eingehen. Ich hatte damals, beziehungsweise wir haben, mal angenommen, wir haben einen Fall, in denen ein Gesetz erlassen wird, welches sich darum dreht, ein neues Schulgesetz zu verabschieden. Also es wurde ein neues Schulgesetz verabschiedet und die Frage war dann eben, ob das Gesetz formell und materiell verfassungsmäßig erlassen wurde. Das heißt also, die Frage war konkret nach der Begründetheit. Nach der Begründetheit eines, ich meine zum Beispiel eines Organstreitverfahrens, ja, oder anderen Verfahren. Ist ja erstmal egal, kann auch ein Bund-Länder-Streit sein. Und dort
prüfen wir jetzt in der Begründetheit unter der formellen Verfassungsmäßigkeit. Dort würden wir jetzt prüfen Gesetzgebungskompetenz. Wer hat dieses Gesetz erlassen? Waren das Bund oder Länder? Und dort prüfen wir dann, ob der Bund zum Beispiel überhaupt solch ein Gesetz über das Schulwesen erlassen durfte oder eben nicht. Und wir müssten dann dort auch prüfen, ob das Gesetzgebungsverfahren richtig eingehalten wurde. Das heißt, wurden alle Schritte des Gesetzgebungsverfahrens, welches wir natürlich auch in den nächsten Folgen kennenlernen werden, wurden alle Schritte des Gesetzgebungsverfahrens eingehalten oder nicht? Das ist extrem klausurrelevant. Passt bitte jetzt in den nächsten Folgen auf. Und wir werden natürlich auch einige Beispiele hierzu durchgehen. So, die erste Sache, die wir jetzt ansprechen sollten, ist die Gesetzgebungskompetenz, die ich gerade auch schon angesprochen habe. Diese kann entweder beim Bund oder bei den Ländern liegen. Und Artikel 70 Grundgesetz gibt uns das schon mal zunächst einmal einen Grundsatz. Artikel 70 Grundgesetz ist sozusagen das Erste, worauf wir gucken, wenn wir uns mit der Frage der Gesetzgebungskompetenz auseinandersetzen. Artikel 70 Grundgesetz, ich lese vor, sagt uns in Absatz 1, die Länder haben das Recht der Gesetzgebung, soweit dieses Grundgesetz nicht dem Bunde Gesetzgebungsbefugnisse verleiht. Das heißt also, dass grundsätzlich die Länder, die das Recht zur Gesetzgebung haben, es sei denn, dass das Grundgesetz den Bund dazu berechtigt. Der Artikel 70 Grundgesetz ist eine Konkretisierung sozusagen des Artikel 30 Grundgesetz, denn der Artikel 30 Grundgesetz, der sagt aus, dass die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben grundsätzlich Sache der Länder ist, soweit dieses Grundgesetz keine andere Regelung trifft oder zulässt. Das heißt, Artikel 30 und 70 werden sozusagen immer zusammen zitiert, um als ersten Satz wirklich zu formulieren, dass grundsätzlich die Länder die Gesetzgebungsbefugnisse haben. Nun gibt es natürlich auch einige Ausnahmen, bei denen der Bund die Befugnis zur Gesetzgebung hat. Ja? Und das sind unter anderem die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz, Artikel 71, 73 Grundgesetz, die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz, Artikel 72, 74 Grundgesetz und auch ungeschriebene Bundeskompetenzen, welche ich jetzt hier im Einzelnen nicht aufzählen werde, Annexkompetenz und so weiter und so fort, die werden wir in den nächsten Folgen dann zusammen begutachten. Das heißt, was könnt ihr aus diesem Video erstmal mitnehmen? Nehmt bitte mit die Gewaltenteilung, damit ihr nochmal genau versteht, was wir in der Gesetzgebung, ja, dass die Gesetzgebung die Legislative ist und wofür die Legislative überhaupt zuständig ist. Und nehmt auch mit, dass vor allem Gesetzgebungskompetenz und Gesetzgebungsverfahren extrem wichtig sind, vor allem für die Klausur. Das müsst ihr im Schlaf beherrschen können. Und die Gesetzgebungskompetenz, die werden wir dann in den nächsten Folgen bearbeiten. Ihr haltet jetzt schon mal zunächst fest, grundsätzlich haben die Länder das Recht zur Gesetzgebung, es sei denn, dass der Bund vom Grundgesetz dazu ermächtigt wurde. Ausnahmen sind, wie gesagt, ausschließliche konkurrierende Gesetzgebungskompetenz und ungeschriebene Bundeskompetenzen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich werde die Staatsrechtreihe jetzt in den nächsten Wochen abschließen, zu 100%, damit ihr die Klausuren dann im Februar bzw. im März dann optimal schreiben könnt. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.